Hallo meine lieben Kreativlinge, heute und wieder falte ich meine Hände zum Gebet. Das fällt mir jetzt erst immer auf, wenn ich meine Videos so kontrolliere, ob die ordentlich hochgeladen sind. Und ich sehe das dann, wir falten zum Gebet. Nein, um Gottes Willen, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber ich muss halt leider auf die Aufnahmetaste drücken. Egal. Hallo erstmal. Ich glaube, habe ich schon gesagt. Egal. Ich habe mal vom Action. Da purzeln sie raus. So ein Mist. Ich habe das jetzt nicht bedacht. Egal. Ich habe mir vom Action diese Holz-Herzknöpfe gekauft. Ich glaube nur Herzen. Ich habe, glaube ich, noch ein Päckchen gekauft. Gab es noch Runde, glaube ich, und das war's. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Aber als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, damit machst du eine Karte, Kartenidee umsetzen. Weil, ja, wie gesagt, ich möchte auch Inspiration sein. Und jeder hat bestimmt so Knöpfe daheim. Runde, bunte, was weiß ich. Wie gesagt, ich habe jetzt die hier und daraus ist die Karte entstanden. So ein kleines Embellishment hier oben. Und die ist ganz einfach gemacht. Erst einmal habe ich einen Tag ausgestanden, der ist von Gummiapan. Die hatte ich mir mal gekauft, weil ich die so schön fand. Das sind ja verschiedene Größen. Die Größe und hoffentlich fallen sie jetzt nicht ab. Das passt bloß nicht ineinander, weil die noch alle so einen Nupsi haben. Deswegen musste ich das auf zwei Seiten aufteilen. Ich habe mich auf jeden Fall für die, glaube ich, war das jetzt die größte Größe. Ja, die größte Größe entschieden von denen. Und ja. Jetzt brauche ich erstmal meinen Stempel, weil sonst vergesse ich den wieder. Weil die gebe ich natürlich auch weiter. Davon werde ich auch ein paar ATCs machen. Wie gesagt, ich habe noch ein Päckchen. Und nicht über die Hintergrundgeräusche wundern. Mein Ofen ist an. Heute gibt es Fleischkäse, Leberkäse, wie auch immer. Und der muss ja garen. So, das. Dann habe ich vom Action. Die nehme ich ja immer gern als Strukturpaste, weil die ja super ist. Also für den Preis echt genial. So. Hoffentlich fällt jetzt nichts runter an meinem Stapel hier. Dann nehme ich mir ebenfalls eine Stencil vom Action. Und gehe da mal so drüber. Braucht überhaupt nicht ordentlich sein. Braucht nicht alles ausgefüllt sein, als überhaupt nicht ordentlich. Ne? Ihr seht. Da fehlt ein Teil, da fehlt ein Teil. Aber gerade das, finde ich, macht einen Charme aus. Und auf jeden Fall werde ich ATCs noch daraus machen, weil ich die so süß finde. Bloß die werden natürlich ein Ticken kleiner. Gucken, wie ich das am dürfsten dann mache. So, zur Seite legen. Jetzt müsste ich eigentlich mal trocken wischen. Naja, egal, habe ich jetzt kein Tuch. Dann habe ich hier so eine Buchseite, die habe ich schon mal, ne, angefangen zu zerreißen für meine Prototypkarte. Die klebe ich mir jetzt einfach hier drauf. Die Holzding braucht auch gar nicht lange zum Trocknen. Also es geht eigentlich relativ zügig. Naja, jetzt kann ich es noch nicht antatschen, aber nach 10 Minuten oder was kann man schon antatschen. Dann habe ich den Blätterwerk ausgestanzt aus Weiß. Das ist auch aus einem Action-Set. Mein Ofen gibt jetzt aber alles, du. Ja, ich glaube, der heizt jetzt gerade wieder hoch und dann fängt immer alles. Der läuft gerade auf Umluft. Ich weiß ja nicht einmal, ob ihr das hört. Aber ich glaube, der heizt jetzt gerade wieder hoch. Dann hier so ein Häschen, das ist von My Favorite Things. So ein bisschen Farbe wollte ich ins Spiel bringen. Und dann dachte ich, Herz und Herz. Ist doch ganz süß. So. Dann habe ich hier so ein Hello ausgestanzt. Ich weiß gar nicht, ist das auch aus einem Action gewesen, aus einem der älteren Sets? Ich bin mir jetzt sehr, sehr unschlüssig.
Weil wenn man viele, viele Standschablonen hat und viele, viele Stempel, weiß man einfach irgendwann nicht mehr, woher was ist. Bin ich ehrlich. Klar, manche Sachen erkennt man am Stil, aber Action hat ja jetzt nicht unbedingt einen Stil. Zum Beispiel Law and Fawn oder eben My Favorite Things. Wisst ihr, wie ich meine? So, das kommt dann hier hin. Und dann nehme ich mir so ein Herzl. Dann mache ich jetzt auch Kleber drauf. Dann drücke ich das ordentlich fest. Dann könnt ihr jetzt auch noch ein Bändel ran machen. Jetzt überlege ich gerade. Habe ich ein Band? Schau mal schnell nach. Ja, in der Küchenschublade habe ich was gefunden. Da war jetzt auch eine Holzperle schön. Ne, so zum Abschluss dann da ans Bändel ran gemacht. Machen wir 10 cm. Machen wir 10. Machen wir 12. Wenn ich das jetzt da durchgefädelt habe, einfach dann ein Holzbändel dran, das wäre auch schön. So ein Holzperlchen, das hätte mir bestimmt da gefallen. Aber gut, ich habe jetzt keine Holzperlen da. Vielleicht fahre ich gleich nochmal in Action und guck. Nee, meine nicht. Wobei ich eh noch was bräuchte, aber das kann noch ein bisschen warten. Ich will jetzt erstmal dann die Karten hier fertig machen, damit ich wieder sagen kann, ich verbrauche was. Ich brauche wieder was auf. Wie gesagt, ich mache jetzt noch ein paar ATCs daraus und den Rest werde ich dann alles zu den Kärtchen hier verwursteln. Dann können die nämlich auch demnächst der Karton wieder auf Reisen gehen. Aber wie gesagt, ist es vielleicht eine kleine Inspiration für diejenigen, die nicht wissen, was sie mit diesem Holz. Weil ich finde die auch sehr hübsch. Gar keine frei, sonst hätte ich sie nicht mitgenommen. Aber manchmal fehlt einfach auch die Inspiration, die Idee. Was man damit machen kann. Ich möchte viel, viel umsetzen, aber mir fehlt einfach die Zeit dazu. Es ist leider so. Sage ich immer wieder, aber es ist so. Und da ja Hobby nur Hobby ist, ich damit kein Geld verdienen will, ich auch nicht. Ja, ist es halt so. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, es ist vielleicht eine kleine Inspiration. Ich finde die auf jeden Fall sehr hübsch. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye!